Shopping ist quasi, also um das ganz kurz zu sagen, ist was man mit der Stimme als mit was Beatboxing ist, ne? Beatboxen auf der Stimme, das auf einem Streichinstrument. Das heißt, wir schlagen, kratzen und schaben auf den Instrumenten, aber halt in rhythmischer und kultivierter Form. Das ist gar nicht so einfach, das muss man auch üben, sodass das eine Art Rhythmus, Groove ergibt, der eben halt in der Klassik normalerweise nicht gemacht wird. Das heißt, man übernimmt verschiedene Instrumente, Bassdrum, Snare Drum, Shaker, Hi-Hat und verteilt sie auf die Instrumente und versucht das, so gut es geht auf dem Instrument, einfach nachzuvollziehen. Das wollen wir euch jetzt mal ganz genau demonstrieren, wie das funktioniert im Einzelnen, Sound für Sound. Wir hätten da zum Beispiel als Bassdrum den Bass mit seinem großen Korpus. Wenn er draufhaut, dann ergibt das sowas, ein dumpfes, tiefes Geräusch wie die Bassdrum. Gut, danke. Solange der dabei nicht kaputt geht, läuft alles wunderbar. Man kann dann auch höhere, schärfere Klänge wie zum Beispiel eine Snare Drum machen. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist einfach nur der Snare Drum Sound. Man kann den auch verstärken, dann klingt das. Man kann Effekte dazu tun. So kann man das erweitern. Das Cello kann auch ähnliche Klänge machen wie Snare. Rimshot ist, wenn man quasi die Snare auf der Kante erwischt oder auf den Toms haut. Zeig mal. Genau. So, dann kommen wir zu den höheren, feineren Instrumenten, zum Beispiel den Shaker. Das macht Rodrigo uns mal vor. Das ist ohne Effekt. Das ist Wenn er alles jetzt so. einen Effekt dazu packt, dann ist es viel eindrucksvoller. Genau. Da quackt doch was. Genau, und dann kann man noch andere Instrumente reinbringen, wie zum Beispiel in der lateinamerikanischen Musik gibt es ein Instrument, das heißt Cuíca. Das sieht aus wie eine Trommel und das hat innen so eine kleine Fellverlängerung. Und wenn man an der reibt, dann kommen so komische Quietschgeräusche raus. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist immer so. Und das macht der Jan mal vor. Da muss ich gar nichts mehr machen. Ich streiche auf den Saiten an Genau. der Stelle, wo man eigentlich nicht streicht. Und hier klingt es. Ne? Also man benutzt die Instrumente halt in allen ihren Möglichkeiten, um noch zusätzliche Klänge rauszubekommen. Nicht nur, wie man es halt irgendwie beim klassischen Geigenunterricht lernt. Und wenn wir das alles zusammenfügen, dann kommt eine rhythmische Komponente dabei raus. Aber man kann das Ganze, das will ich vorher nochmal zeigen, man kann das Ganze auch mit Tönen verbinden. Das heißt, man kann choppen und dabei auch begleitende harmonische Figuren machen.
so ein bisschen Schlagzeug spielen, auch auf den Instrumenten. Okay, das letzte Stück heißt Night in Tunisia von Dizzy Gillespie. Thank you.